Baumkahlschlag am Landwehrkanal. Mhm. Und zwar will das Wasserschifffahrtsamt, das ist eine Bundesbehörde, ja, am Landwehrkanal 200 größtenteils alte Bäume fällen, bis zu 140 Jahre alt. Ja. Die Uferbefestigung ist aber aufgrund des Fahrgastschiffverkehrs und des privaten Bootsverkehrs über weite Strecken unterspült und marode und soll durch die Abholzung entlastet werden. Anstatt Alternativen zu prüfen, die den wertvollen Baumbestand erhalten, will das Amt bereits in den nächsten zwei Wochen mit der Kettensäge Fakten schaffen. Deshalb stehen wir hier täglich um 18 Uhr seit vier Wochen und sammeln Unterschriften. Jetzt haben wir schon 12.000 Unterschriften gesammelt. Und wir werden innerhalb des nächsten Monats 30.000 Unterschriften sammeln. Und wenn die Sägen kommen, dann werden wir das verhindern. Und jetzt hat das Wasserschifffahrtsamt schon bekannt gegeben, dass es keine 200 Bäume fällen will, sondern nur 80. Weil sie offensichtlich schon ein bisschen überlegt haben, was sie machen sollen. Ja? Und wir wollen eigentlich lieber den Schiffsverkehr einschränken, als einen Baum fällen. Ja. Ja? Ich muss es ja mitnehmen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Sind Sie Schweizer? Nein, ich bin Tscheche aus Prag. Tscheche aus Prag? Ich bin Slowake aus Prag. Schöne Grüße nach Prag. Schützt eure Bäume.